Das Jahr 2023 ist noch quasi neugeboren und schon erwartet uns eine neue Serie oder hat uns eine neue Serie erwartet, die verspricht, mehr oder weniger, die erste Serie ihrer Art zu sein. Als diese Serie angekündigt wurde und ich mich ein bisschen da reingelesen habe, dachte ich so, okay, das könnte die Revolution der Serien werden. Und jetzt habe ich mir sie angeguckt. Und was ich von der Serie Kaleidoskop halte, was meine Meinung dazu ist und ob die Versprechungen dieser Serie gehalten wurde, das gibt es in diesem Video. Und deswegen heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kaleidoskop. Eine Serie, die 2023 quasi zum Start rauskam. Am 01.01. wurde sie veröffentlicht. Und für mich war das Internet auf einmal voll und ich denke mir so, what the fuck, was ist diese Serie? Woher kommt sie und wer ist sie überhaupt? Vorab will ich sagen, ich werde hier nichts über die Serie spoilern, was nicht quasi schon im Trailer zur Serie gesagt wird. Also es ist eine Serie über einen Bankraub. Mehr werde ich nicht spoilern. Und in welcher Folge der Bankraub stattfindet. Alles andere wird hier nicht gespoilert, deswegen braucht ihr euch da keine Sorgen zu machen. Ja, vorab, Kaleidoskop, womit hat diese Serie geworben? Naja, ganz einfach, diese Serie hat damit geworben, egal in welcher Reihenfolge ihr die Folgen guckt, am Ende ergibt die Serie Sinn. Und für mich war das anfangs so, wow, okay, krass, das ist heftig. Wie kann man das machen? Was ist der Trick dabei? Also, als ich angefangen habe, habe ich doch direkt das gemacht, was die Serie mir gesagt hat. Ich habe die Serie, also die Folgen so angeguckt, wie ich sie wollte. Gestartet habe ich trotzdem mit der ersten Folge, einfach weil, ich weiß nicht warum. Und dann bin ich einfach durch die Reihe weggetwistet. Und schon nach Folge 3 oder 4 ist mir aufgefallen, was der Trick bei dieser ganzen Sache eigentlich ist und warum ich jetzt persönlich sage, dass diese Serie nicht so krass ist, wie sie es scheint zu sein. Vorab soll direkt gesagt sein, die Serie ist nicht schlecht. Es ist keine schlechte Serie, die schauspielerische Besetzung und Leistung super geil. Wirklich, jeder Schauspieler hat da seine gute Leistung erbracht. Es sind sehr viele Schauspieler, wo ich denke, kenne ich ihn? Kenne ich ihn? Nee, ich kenne ihn doch nicht. So, es sind sehr viele neue schauspielerische Talente dabei, sage ich mal, die auch jetzt gerne mal demnächst mal irgendwo anders auf der Kinoleinwand oder so auftauchen könnten. Denn ich war sehr überzeugt von den Schauspielern. Die Story, was soll ich sagen, ist halt eine Haus-Scale-Story, ich sag's mal. Also es ist ein Bankraub. Es ist einfach ein Raubüberfall, ein Bankraub. Es ist ein Raubüberfall, der geplant wird und ausgeführt wird und so weiter. Also heißt nichts, was wir nicht schon mal gehabt hätten, aber halt irgendwie auch anders. Wie gesagt, die Serie ist nicht schlecht, keine Frage, es ist eine sehr gute Serie, kann man sich echt mal gerne angucken. Es ist also so eine Serie für zwischendurch, aber sie ist aus dem Grund in meinen Augen schlechter, weil sie mit dieser krassen Neuerung geworben hat und diese Sache halt einfach, keine Ahnung, nichts Besonderes ist, wie sich für mich herausgestellt hat. Gehen wir jetzt mal direkt darauf ein und zwar, wie gesagt, ihr könnt die Folgen in beliebiger Reihenfolge durchgucken. Jetzt kommt es erstmal zu dem großen Twist. Es dreht sich halt jede Folge um, also es ist eine Geschichte, die quasi rund erzählt wird. Geht hauptsächlich über diesen Raubüberfall und das ist Folge Weiß. Das kann man hier so sagen. Die Folge mit dem Titel Weiß, die Namen der Folgen sind in Farben eingeteilt. Sehr cool, auch das Intro, sehr geil. Super cool gemacht irgendwie. Und Folge Weiß ist der Raubüberfall. So, und fünf Folgen vorher, beziehungsweise fünf Folgen nachher, spielt dementsprechend auch die Zeit vorher und die Zeit nachher. Und da kommt es auch für mich schon quasi zum Problem, beziehungsweise zu dem Punkt, wo ich sage, okay, das ist doch klar, dass man die Folge so in einer Reihenfolge gucken kann, wie man möchte. Und zwar, es wird ein Moment erklärt. Es wird die Geschichte von einem Moment erzählt und halt das, was davor passiert ist und das, was danach passiert ist. Ich bin die ganze Zeit schon an einem guten Beispiel überlegen. Mir ist nur eins eingefallen. Komme ich auch gleich drauf zu. Auf jeden Fall, am Ende des Tages ist es so, wenn ihr mit Folge 1 startet, seht ihr die erste Folge von dem, was vor dem Überfall passiert. Guckt ihr die letzte Folge oder mittendrin irgendwo, seht ihr vielleicht eine Folge, die danach spielt. Das Ding ist halt, dass die Serie funktioniert, weil sie quasi keinen roten Faden hat, sondern einen roten Punkt. Und das ist dieser Überfall. Alles davor und alles danach dreht sich um den Überfall. Natürlich werden andere Charaktere belichtet. Es wird in der einen Folge was gesagt, was erst in der anderen Folge irgendwie ein bisschen weiter erklärt wird. Aber an für sich geht es um eine einzige Story. Und das ist der Grund, warum die Serie funktioniert. Es ist scheißegal, welchen Punkt der Story ihr zuerst erzählt bekommt. Weil es dreht sich nur um diese eine Story. Als Beispiel, nehme ich jetzt von The Walking Dead. Vielleicht haben es einige Leute gesehen, vielleicht nicht. Wenn ihr den Kanal hier kennt, wahrscheinlich schon. Ich weiß gar nicht, in welcher Staffel, wo diese Riesenhorde nach Alexandria läuft. Gibt es, ich glaube, vier, fünf Folgen, die sich in diesem Zeitraum befinden. Man sieht, wie die Leute die Horde wegjagen, verschiedene Teams. Dann kommt es zu einem Knall, dann passieren Sachen und dann kommt es zu einem riesigen Knall, zu einer Explosion. Und das passiert vier Folgen am Stück. Das heißt, in der ersten Folge ist die Sicht von denen, in der nächsten Folge die Sicht von denen, in der nächsten Folge die Sicht von denen und so weiter. Und am Ende läuft alles auf diese eine Explosion am Ende raus. Wenn ich diesen Teil von The Walking Dead, diese Folgen nehme und die in einer anderen Reihenfolge gucke, verstehe ich das Endprodukt immer noch. Ich verstehe immer noch, okay,
Da ist es in die Luft gegangen. Jetzt geht's weiter. Kaleidoskop ist im Prinzip eine Story, die keine Zukunftsgeschichte erzählt. Nach dieser ersten Staffel ist die Serie rund abgeschlossen. Das heißt, ihr verpasst nichts oder ihr werdet nicht mal gespoilert, wenn ihr eine andere Folge zuerst seht. Und das ist das, was so komisch daran ist. Es ist irgendwie logisch, aber es wirkt, als wäre es was eine komplette Neuheit. Ich bin die ganze Zeit an einem Beispiel am Suchen, was es noch irgendwie besser erklärt. Scrubs. Scrubs könnte man perfekt als Beispiel nehmen. Scrubs, es ist scheißegal, in welcher Reihenfolge ich Scrubs gucke. Am Ende erzählt es alles eine große Geschichte und manche Folgen hängen halt zusammen, aber manche halt nicht. Es gibt 5, 6 Folgen hintereinander bei Scrubs, die quasi irrelevant sind, die du guckst und einfach nur eine Geschichte erzählen, ihre eigene Geschichte. Und das ist Kaleidoskop. Kaleidoskop erzählt in mehreren kleinen Folgen eine große Geschichte, die danach abgeschlossen ist. Dass man als Beispiel eine Serie wie The Mandalorian nicht unterschiedlich gucken kann, weil Folge 2 auf Folge 1 aufbaut, so wie Folge 3 auf Folge 2 aufbaut, das ist ja klar. Wenn die quasi eine Serie ja so aufgebaut ist, dass sie von Folge 1 auf ein Ziel anspielt, dann ist die Reihenfolge festgegeben. Bei Kaleidoskop ist das Ziel quasi das Nebenprodukt. Es ist einfach da das Ziel, okay, aber es wird halt im Prinzip, jede Folge wird halt einfach ein unterschiedlicher Punkt in der Geschichte der Charaktere erzählt. Und das ist die ganze Magie hinter Kaleidoskop. Also es ist keine neu, krasse, innovative Serie, wo man sagt, okay, und egal wie du es guckst, es ist deine Geschichte. Ja, nee, es ist halt einfach egal, in welcher Reihenfolge man es guckt. Es ist nichts Besonderes, es ist einfach egal. Ich habe eigentlich erst gedacht, okay, das ist was Krasses. Unfassbar innovativ, sehr kreativ und was weiß ich. Aber es ist halt eigentlich ganz simpel und dumm aufgebaut. Also nicht dumm, aber wenn man dahinter geblickt hat und einfach weiß, okay, es ist ja auch wirklich scheißegal, weil es keine Folge hat einen wirklichen Zusammenhang mit was anderem, dann macht die Serie halt auch Sinn. Und dann sagst du, okay, klar, es ist dann egal, in welcher Reihenfolge, weil alles auf ein Ziel hinausläuft. Ich hoffe, ich habe das irgendwie verständlich erklärt bekommen. Also zusammengefasst, das Video soll auch nicht zu lang werden, zusammengefasst. Kaleidoskop ist eine gute Serie. Und es ist auch lustig, dass man sie in der Reihenfolge gucken kann, wie man sie möchte. Aber ich habe auch gedacht, die Serie guckst du ja trotzdem nur einmal. Also ich sag mal, wenn ich die Folge jetzt in der Reihenfolge XYZ durchgeguckt habe, gucke ich sie ja dann nicht nochmal in einer anderen Reihenfolge, weil es die gleiche Geschichte ist. Und das ist der Knackpunkt. Ich habe eigentlich erwartet, dass egal wie oft ich mir die Serie angucke, es für mich immer wieder eine neue Serie ist. Und das ist halt nicht der Fall. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke, das ist am besten erklärt. Meine Erwartung war, jedes Mal, wenn ich mir die Serie in der neuen Reihenfolge angucke, ist es eine andere Serie und nicht, ist es egal, wie ich sie gucke, weil es eine Geschichte erzählt. Ich denke, das trifft es am ehesten, hoffe ich. Wenn ihr Kaleidoskop geguckt habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr sie fandet und ob ihr es auch so faszinierend fandet, wie das dargestellt wurde, ob ihr einfach sagt, ja gut, ist halt egal, in welcher Folge du, in Reihenfolge du sie guckst. Wie gesagt, nochmal erwähnt, es ist keine schlechte Serie, es ist eine sehr gute Serie, es macht Spaß, sie zu gucken. Wie gesagt, auch die schauspielerische Besetzung und, sehr, sehr gut. Aber es ist halt nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe was Krasseres erwartet, sage ich mal. Irgendwas Innovativeres, würde ich sagen. Genau, und jetzt seid wieder ihr gefragt. Lasst mir gerne eure Meinung zu der Serie da oder lasst mir auch gerne eure Meinung zu meiner Meinung da. Würde mich sehr freuen. Ich bin immer sehr angeheitert, wenn ich eure Kommentare lese. Es macht immer sehr viel Spaß. Und mehr möchte ich jetzt auch nicht um den heißen Brei rumreden. Wenn euch der Kanal gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich freuen, wenn ihr wiederkommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge dann wieder auf der gleichen Couch wieder. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.